Ermittler hier. Die haben sich mal nur beim Schild. Was ist das hier? Wir sind Geheimpolizei. I told Larson about that poison in the champagne and he flipped. I'd almost believe he didn't know about it, but you found his jacket at the junkyard, so I don't trust him any further than I can throw him. Turns out, though, I didn't have to throw him very far. Oh, ich will auch einen Bunker. I can't tell you what to expect down there, partner. If someone came here to poison that wine, they won't have been expecting us. Find that poison, figure out who used it. If you don't, that kid is an epitaph. Was du? Ich mach die ganze Zeit die Arbeit hier und du stellst dann immer nur Ansprüche. It's like a crypt in here. And there's something in the air. It smells like vanilla. That pollen you found on the wine bottle in the junkyard and on those glasses. It could have come from here. See what you can find, partner. The rails end here. Finden Sie das Gift und mögliche Hinweise, die uns sagen können, wer der Mörder ist. Nee, aber ganz mal ernst, ich hätte gerne so eine Art kleinen Bunker. Also muss ja nicht hier 5000 Kilometer, aber einfach so, weil kühl. Ja, im Sommer. Kühl. Pflanzen, meine. Aha. Schere. Vogel. Da sind Schleifspuren. Habe ich erwischt. Ausgang. Hell. Lichtschalter. Hat jemand gedrückt. Aha. So. The Sense. Well, it's a nice photo, but it's not evidence. Is this evidence, or did you just get bored? It's equipment for cleaning a chimney. Or a very large toilet. Is this evidence, or... It could be relevant. Da wäre ein Fingerabdruck gewesen auf dem Schalter. Was soll das? I could be wrong, but I don't think this is going to tell us anything. Wir haben eine Sense, wir haben Grasreste. Gras, kann ich mich noch daran erinnern, hatten wir irgendwo auf irgendeinem Dingsbums. Aber wo? Ja. Wir hatten Grasreste. Oder hatten wir das erst im zweiten Step? Das war aus Versehen. Das war hier auf dem Ding drauf. Oder müssen wir das nochmal? Pillen und Pulver. Ja, okay. Ja, das ist aber. Da. It's the same drug in both of these. Benzodiazepine. Sleeping pills. Ich finde gerade die nicht mit dem, warte mal. Nee, hier nicht Wir hatten doch irgendwo das hier. Bei den Schuhen haben wir doch irgendwas analysiert. Da war gerade was.
Oder aber ich irre mich jetzt gerade. Ach, okay, das ist das. It's a piece of magnetic tape. Someone's trying to cover their tracks. If you find any more, maybe we can reassemble it. Ja klar. Blut. Sind wir schon soweit? They look like the same glasses. And there's three missing. Die abgebrochene Spitze. Vielleicht sind da Fingerabdrücke. Oh! We're getting close, partner. Ach, der hat mich eingesperrt. We just need to find something that connects to the killer. There's a lot of sharp stuff down there. Maybe they got caught up on something. Fiber, blood, I don't know. Just do what you do and do it fast. I'm glad I'm not down there. Ja, ist klar. Chances are that's our weapon. Who says lethal injection isn't murder? Ha! This stuff's been here since the war. The question is, which war? Get that shot to the van, partner. If it's what I think it is, we're almost there. Irgendwas? Toll. Selbst der Schatten. Aha. Ah. Cool. It's the syringe from your needle. But there's more. There's oxidized silk. It's been burnt on by the acid. I'd say your killer wore gloves. It's the poison you found in the champagne. High-grade rat killer. The cyanide. Ancient, but lethal as ever. No question our killer's been here. Danke, Sherlock. Gläserkarton. It's fresh, and it's from Sylvia. But that only proves she's been here. It doesn't prove murder. Ist egal. Is this evidence, or did you... I don't think so, mate. Keep shooting. Oh, wie heißt denn der Song? Irgendwas aus der neuen deutschen Welle war das, glaube ich. Irgendwas mit einem Alien. Wie heißt das? Frieda Alien? Keine Ahnung, wie der Song heißt. Aber der Ton erinnert mich wirklich daran. So, wir haben einen. Wo ist denn das? Sagt er ja auch. So. Was, kein Treffer? Genau, Fred vom Jupiter. Der Ton ist, glaube ich, genau dasselbe.
So, Blutfleck haben wir. Gläser. Wir hatten kaputte Gläser irgendwo. Zerschlagenes Glas. Nee, nicht Major Tom. So, wir haben die Spritze. Wir haben da irgendwo den Korken gehabt, oder? Haben wir den Korken noch? Toll. Wo ist der Korken? Le Cork. The syringe matches the needle you found in that cork. The killer was here. Wenn ich das so hintereinander anmache, dun 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 dun, hört euch mal das Lied an und dann das Thema, das Grundthema. Ich glaube, wenn der Song anfängt. Ja, Popcorn. Popcorn. Die Melodie vom Popcorn summen, während man dann singt, heiße Butter ins Gesicht. Ja, und dazu die Melodie. Passt. So, Rattengift, Tonbandfragmente, Braum und Toten. Da hat schon lange keiner mehr dran gearbeitet. Sense. So, haben wir hier was? Die Gläser und Ratten. Achso, die anderen Gläser gehören auch dazu. Ja. So, it's the same pollen on the same glasses. Good work, partner. We're nearly there. Da ist kein Treffer, siehst du? Und wieder die Seilproblematik und Fasern. Ja, ja. Seilproblematik, Faser. This is the rope from the refinery and from the bedroom. I like it, partner. You're making connections. Achso, den haben wir ja vom Schrottplatz gehabt hier, ne? Genau. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Ups. Heiße Butter ins Gesicht. Halt. Da. Did you notice the message machine in Lionel's trailer? Ja. The cassette was missing. Find me those pieces of tape, partner. They could be important. Also irgendwie ist das hier eine sehr einseitige Partnerbeziehung, ja. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber irgendwie, ich mache hier alles alleine. Muddy boots. Fresh mud. Okay. Aber passt super, oder? Da gebe ich euch einen Ohrwurm, der sich gebuttert hat, da. Wir haben neue Schuhe. Ah, guck mal hier. Dreck. Halt. Also hier, komm. Hä? Da ist drauf. Ach doch nicht wegen der Ritzen hier. Da und da. This room is just chock full of charming toys. But that's all they are. It's like someone canned the leftovers from the last supper. Yeah, yeah, yeah. Well, it's a nice photo, but it's not evident. Sorry, mate, but I don't think this has got anything to do with anything. I could be wrong, but I don't think this is going to tell us anything. Ich glaube, das passt. Müsst ihr mal Spotify oder YouTube aufmachen und den Song laufen lassen. So, wo sind die anderen Fragmente da oben? Was?
Okay, wir haben Stiefel. Was? Ach ja, ja, die könnten natürlich hierzu passen. Also der andere da natürlich. This mud's identical to the slurry at the junkyard. The contaminants are exact. It is that mud. Pete's being cautious. Computer the prints there and the boots are here. Do the math, partner. The killer was wearing them. Ich kenne gar nicht das Lied. I'm dying in your arms tonight. Wer kennt den Song? Und zwar, wenn... ich komme jetzt nicht auf den Sänger. I'm dying in your arms tonight. There must be something have changed, glaube ich, singt er. Wenn ich euch jetzt sagen, dass er dann sagt... Du musst besoffen bestellen. Und jetzt hört den Song an. Und zwar, I'm dying in your arms tonight. Du musst besoffen bestellen. Bitte. Jetzt. Oder so. Ich kenne halt... Du musst besoffen bestellen. Ich find's super. Und schon bin ich wieder in der Phase. Ja, ja. Agathe Bauer. Agathe Bauer. oder Nick Cayman, als ich glaube ich 12 oder 13 war, also letztes Jahr, ne? Da war ich in einem Ferienlager und da kam dieses Lied raus von Nick Cayman, dieses One-Time-One-Hit-Wonder-Ding, ne? I Promise Myself. Und das war dann immer Pommes mit Senf. Ach, herrlich. Achso, hier wollte ich doch hin, Mann. Jetzt siehst du, jetzt komme ich total durcheinander. Alles hört auf mein Kommando. Aha! Good spotting. Maybe it'll be useful, maybe not. Pete will tell you more. Pommes mit Senf. That's another piece of the tape. Find one more and we'll try reconstruction. Midnight hour. du, das ist absolut seriöslicher Stream hier, also. Die Seriöslichkeit ist quasi hier entwickelt worden. Ein Johann Ulrich Logemann weiß, wie die Dinge laufen. Hier sind die Orchideen. This could be where the pollen from the junkyard came from. Er hat sich im Surferraum erkältet. Genau. Ich hänge fest. So, jetzt aber hier wieder. Komm. Wir haben Fall zu lösen. Ja, wir haben die Todbandfragmente. Well, it's a nice photo, but it's not evidence. Und wieder schleudern. Guck mal hier. Oh, schon zu Ende. I knew I smelled something. It's vanilla, like the junkyard. Handschuhe. Und wir müssen wieder... Ran, halt, nee, war doch richtig. Lass doch so.
Passt doch so. Guck mal hier. Wir müssen immer einen dünnen Strahl haben. Warum auch immer. Oh oh. Komm. Hoch. This is good. There's a residue of poison here. It oxidized the silk. And get ready to be happy. There were skin cells too. Sylvia's. We're close, but gloves smeared with poison don't prove murder. Not in court. If she left this here, there will be more. You can count on it. This is wool. High twill. And to judge by the thickness, I'd say a dress, maybe a skirt. The dye is an aniline. Pretty common, but you find me the dress and I'll match it. It's really just a big rat, isn't it? What? I don't think so, mate. Keep shooting. So, wir haben die Orchidee, die Handschuhe. Ah, die sind schon kombiniert. Ah, guck mal, ist alles miteinander kombiniert. Oh, kriegen wir jetzt die Fragmente hier zusammen? Nein. Wir haben doch alle vier. So, und die Orchidee, warte mal, wo waren das? Die Orchidee. Beim Wein war das. The pollen you found in the junkyard came from this flower. We're in the right place, partner. Keep it up. Handschuhe auch nochmal. Ja, ja, passen ja auch zusammen. That champagne you found in the junkyard. Der Arsch hat eine Idee. Arsch eine Idee. Sylvia has worn them. It's not looking good for the wicked stepmother, is it? Ich wusste es sofort. Ich hätte sie ja gleich eingebuchtet. Aber nee, wir müssen uns ja immer hier an Regeln halten. Dabei ist es so obvious. So, wie machen wir jetzt das Tape wieder zusammen? Lass mich mal durch hier. Oh, Entschuldigung. Bin zu dicht dran fürs Brot. Das ist die Perücke. Not exactly what I'd set aside for the end of the world. Zunahmen-Element, warte mal. Das ist ein, was ist der, Kondom oder so? Jetzt habe ich aber die Bänder besorgt und nu. Warte mal, ist hier noch irgendwas? Der guckt hier in die Richtung. Hier ist es eher um was zu konservativen. Konservieren. Das ist ein Konservativ. Alter, ich hab's gesehen. Hatten wir nicht schon? Da unten drunter. Zu weit entfernt. Ah, das Blut. There's some blood here, partner. Oh oh. Look familiar? Wigs don't come any cheaper than this. Unbekannte Person. Someone wore this wig recently. They left some of their hair inside it. Fahrradverleih? What?
I don't think so, mate. Keep shooting. Und wieder sie. Haarrest in Perücke. We're on to her, partner. She's not getting away from us. But keep hunting. There's no such thing as too much evidence. It's from Sylvia. That changes things. Sylvia's wig. Should I be surprised? Jury needs more than a hair, though. If it's our killer, it won't be all she left behind. Too right. Toll. So, finden Sie den Killer. Suchen Sie nach Beweismaterialien, die den Killer mit Lionels Schrottplatz verlinken. Chlor. We're looking for a killer of men. Ja, ja. Hier, komm. Einmal schleudern. Was ist das? Parmesan? Zu welchem Lied gehört denn das? Kleiner Hai. Bum, bum. Bum, bum. Are you trying to solve... Sorry, mate. Okay. But I don't think this has got anything to do with anything. Oh nein, er hängt. Oh, ich glaube, wir haben ein Problem. Ich komme nicht raus. Ich komme überhaupt nicht raus. Escape geht nicht und... Oh, Enter geht aber. Gehe zu. Wow. Parmesan, Parmesan. Das ist so ein Quatsch. Okay. So, mit der Perücke könnten wir vielleicht... hier ist Haar. Okay. Mit der Perücke könnten wir vielleicht... Ach ja, was war das mit dem Pferd? Haben wir denn das Pferd? Da. Pete says it's the same dye, right down to the last molecule. The hair you found at the junkyard came from this wig. Okay. Champagner ist wahrscheinlich derselbe wie der. We know it's the same champagne, and the pollen proves they both came from the bomb shelter. There's no way Lionel could afford to drink this stuff. So ein Fahrradverleih. Was macht Fahrradverleih hier? Ist nicht so... Ach du, diese Kreationen sind doch sowieso die besten von allen. Okay, hier gibt's nichts weiter. Ich drück gerade I. Wir können hier nichts weiter entdecken. Nee, okay. Wir können hier nichts weiter entdecken. Das heißt, wir müssen jetzt hier die Sachen verknüpfen. Haarrest in Perücke. Passen die zu den anderen Haaren?
Das ist von ihr. Okay. Das sind ihre Haarreste. Ist das vielleicht ihre Perücke, die sie sich ausgeliehen hat? So, wie viele Fragmente haben wir denn? Wir haben 1, 2, 3, 4. Was ist eigentlich unsere Aufgabe gerade? Suchen Sie nach Beweismaterialien, die den Killer mit Lionels Schrottplatz verlinken. Den Killer verlinken. Warte mal, ich nutze mal jetzt hier Spritze und Handschuhe. Handschuhe und die Spritze. The silk on that syringe is from those gloves. The weft is identical. Whoever poisoned that champagne was wearing them. And they're Sylvia's gloves. You found a lot of that magnetic tape. I think it's time we discovered what it says. Ach, jetzt, okay, gut. Tonbandaufnahme rekonstruieren. Oh, bitte nicht. Audiorekonstruktion. Oben siehst du die Fragmente des Tonbands. Ziehe diese in die untere Zeile und lasse sie dort los. Sobald sich Autofragmente in der richtigen Reihenfolge befinden, werden sie grün angezeigt. Okay. Also nicht, dass ich sie mir vorher anhören müsste oder so, ne? Kann er bloß der sein. Da. She's gone, lady. She's gone. Who's gone? I woke up. Woke up? I know. I opened my eyes and she was gone. Crawled out some damn hole. She must have lifted the metal. Little... Stop it! Look, you shouldn't even be calling me. You're not still there, are you? No, we're in my yard. Then don't worry. But what do I do? Just warum ist der Anrufbeantworter angelaufen von ihm? Tell them you're releasing her as a gesture. But... I've still got the boy, so it's fine. You didn't... leave anything at the factory, did you? No. Then it's okay. It's going to work. Just focus on the money. Soon we'll be out of here. We'll be rich. Just like the old days. That's what I want. The glory days. Man. That's the way it's gonna be, baby. Man. That's the way it's gonna be, baby. But I have to go. The sad thing's the hope. You can hear it. He didn't want to tape your call. He wanted to believe you. You had it set up so well. Getting him to write those notes, firing the gardener, setting up Lionel's place like that, you nearly had us. It's a nice dress, by the way. Very red. I was married in this dress. Where's Harry? I know you want to tell me because you're proud of yourself under all of that. Proud, Detective? Yeah, because you did what you had to do. That's how you stayed on the show so long. How you hooked Larson. How you kidnapped his children. How you killed Lionel. Some people would have hated themselves, but you, you're proud. You want to tell me where Harry is. If that were true, Detective, you wouldn't be here. If you were as smart as you thought, neither would you. There's no smoking in here. Oh, bitte, jetzt crasht das Spiel gleich wieder, pass auf. Weil ich mit dir hart umgehen soll oder psychologisch. Ich kann nur nach oben. She's still playing a role.
This isn't real for her, but you better believe it's real for Harry. All we need to know is where he is. What do you think? Give me a nod if you think I should get heavy on her. Or a shake of the head if I should take the subtle approach. Überlisten geht nicht. Ich schüttel wieder. Oh Gott, Kopf, Kopf. Ich bin hier gerade verrutscht. Oder muss ich diesmal. Ich weiß nicht, was ich jetzt. Oh. Also, ist. Also, jetzt war irgendwie ein Haar in der Suppe hier. Nee, also vor der Linse. Deswegen hat das mit dem hohen Runter nicht so richtig geklappt. Aber ich glaube, diesmal wäre Links-Rechts-Kombi. Das andere wäre ein Fehler gewesen. Deswegen stürzte ab. Glaube ich. Also, ich versuche dran zu glauben, dass es so ist. Mann, Spiel. Was tust du hier? Gleich ist er da. Wieder wupp, wieder wupp und wieder ralalala. Gleich geht's los. Und dann müssen wir bloß das Richtige machen. Oder er stürzt dann doch mal ab. Dann müssen wir das andere machen. Ah, jetzt, ja. Es ist doch. Ja, ist doch. Ist doch zum Mäusemelken. Ja, sowas von. Es ist doch. Ist doch zum Mäusemelken. Habe ich nicht gemerkt, so. So. Nee, der war ganz hinten, ne, der lange. Nee, doch nicht. Denk nach, Sylvie. Ja, mach ich. She's gone, lady. She's gone. Who's gone? I woke up. Woke up? I know. I opened my eyes and she was gone. Crawled out some damn hole. She must have lifted the metal. Little... Stop it! Look, you shouldn't even be calling me. You're not still there, are you? No, we're in my yard. Then don't... worry. But what do I do? Just make the call. But... Tell them you're releasing her as a gesture. But... I've still got the boy, so it's fine. You didn't leave anything at... Ich hoffe, ich hab... Also, no. Im Ernstfall müssen wir es nochmal machen. Ne? Ich versuche jetzt, die Maus korrekt zu bewegen. Und zwar hoch runter. Oder soll ich diesmal links, rechts? The glory days. Man. That's the way it's gonna be, baby. Man. So. Hier können wir überspringen. She's still playing a role. This isn't real for her. But you better believe it's real for Harry. All we need to know is where he is. What do you think? Give me a nod if you think I should get heavy on her. Or a shake of the head if I should take the subtle approach. I could do with your help here. Okay, ist nicht links und rechts. Jetzt gleich nochmal schnell starten. Lästig.
dass es auch so lange braucht zum Starten. So, wie ist es dann auch nicht hoch und runter, dann kriegen wir es nicht zu Ende. Das Ärgerliche. Die Frage ist mit dem Warten. Bringt Warten was? Ich glaube, es ist... ja, die brauchen wir noch. Die Fahrstuhlmusik brauchen wir noch. Das ist natürlich... Es ist nicht dasselbe, ich weiß. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter, heiße Butter, heiße Butter ins Gesicht. Heiße Butter ins Gesicht. Oder so. So, jetzt nicken wir, ne? Wenn es soweit ist. Oh. Wir müssen jetzt mal nochmal das Audio-Dings fertig machen. Ja. She's gone, lady. She's gone. Who's gone? I woke up. Woke up? I know. I opened my eyes and she was gone. Crawled out some damn hole. She must have lifted the metal. Little... Stop it! Look, you shouldn't even be calling me. You're not still there, are you? No, we're in my yard. Then don't worry. But what do I do? Just make the call. But... Tell them you're releasing her as a gentleman. Yeah, that's eingepennt. You've still got the boy, so it's fine. You didn't... leave anything at the factory, did you? No. Then it's okay. It's going to work. Just focus on the money. Soon we'll be out of here. We'll be rich. Just like the old days. Wie früher. That's what I want. The glory days. Man. That's the way it's gonna be, baby. Am Anfang klingt es aber nicht so, als ob die zusammen wären. So. Huch. She's still playing a role. Oh this my god. Real for her. But you better believe it's real for Harry. All we need to know is where he is. What do you think? Give me a nod if you think I should get heavy on her. Or a shake of the head if I should take the subtle approach. Ach, Scheibenkleister, es geht beides nicht. Vor allem hier, guck mal, XC-Core-Minigame-Module. Send-Event, internes Send-Event. Nie Switch-Note, Z-Bit. Nie Note, Detach-Schalt. Unexpected Access Violation. Okay. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Da habe ich dann die Kompatibilität geändert. Ich ändere die nochmal weg. So. Ja, ich glaube auch. Bin auch Opfer meiner selbst geworden. So, wir probieren es einmal. Ah, das ist der Falsche da. Da will ich ja gar nicht hin. Da will ich hin. Das ist sehr ungünstig. Sehr, sehr, sehr ungünstig. Ich überlege gerade, was wir dann machen können. Ja, das ist das Schlimmste, ne?
Aber wie hat jemand schon gesagt, ne, es ist aber so schlimmer, wenn sowas kommt, ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten. Was ist denn dann mit den Fehlern, mit den anderen? Sind die dann erwartet? Und wenn ja, warum? Also ja, in der Programmierung erwartet man auch Fehler. Deswegen, ne, fängt man die ab, normalerweise. Ich starte jetzt einmal noch. Ansonsten, wenn es nicht klappt, dann muss ich überlegen. Es wäre schade, also ganz ehrlich, es wäre schade, jetzt die anderen beiden Teile bzw. Episoden nicht zu spielen. Weil eigentlich ist es ist ganz nett. Es ist eine schöne Geschichte, die erzählt wird. Es ist ein schöner Kriminalfall. Aber die Technik... Vielleicht ist es, wenn man jetzt wieder irgendein anderes Betriebssystem hat, was anderes. Aber das Spiel 2008 in der virtuellen Maschine, das wird nicht funktionieren. Wobei, ich könnte probieren... Na klar, mit dem Kran. Ich könnte probieren, das in der Shadow VM zu spielen. Das wäre eine Option. Das wäre wirklich eine Option, weil das Windows 10, vielleicht ist es nicht ganz so lästig. Also, sollte es jetzt wieder abstürzen, dann nicht jetzt sofort, aber dann teste ich das, ob es da läuft. Beziehungsweise da testen wir es beim nächsten Mal, ob es da läuft. I woke up. Nein, so. She's gone, lady. She's gone. Who's gone? I woke up. Woke up? I know. I opened my eyes and she was gone. Muss das irgendwie transferieren. She must die Installation. Stop it! Look, you shouldn't even be calling me. You're not still there. Ich hoffe, das macht er mit dem Datenträger. Kopierschutz. But what do I do? Just make the call. But tell them you're releasing her as a gesture. But I've still got the boy, so it's fine. You didn't leave anything at the factory, did you? No. Then it's okay. It's going to work. Just focus on the money. Soon we'll be out of here. We'll be rich. Just like the old days. That's what I want. The glory days. Man. That's the way it's gonna be, baby. Man. She's still playing a role. This isn't real for her. But you better believe it's real for Harry. All we need to know is where he is. What do you think? Give me a nod if you think I should get heavy on her. Or a shake of the head if I should take the subtle approach. I could do with your help here. I need your opinion on this. What do you think? Just give me a nod if you think I should get heavy on her. Or a shake of the head if I should take the subtle approach. You're right. Yes! 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 Man darf, glaube ich, nicht so doll schütteln. Genau, Technik. Das habe ich schon mal gesagt, das finde ich cool, ne? Mit den zwei Kameraperspektiven. Ne, da hat er zu viel rumgesprungen. I see a poor girl. Gets a break in TV. Rides it as far as she can. But beauty fades. She hits 35, then 40. Ooh. And gets a little desperate. Has to move fast. You thought you were buying into something with Larson. Thought he had a wallet to match his ego. But he didn't. He lied. Or misled you. Which is the same thing, right? He owed you for that. Owed me. He let you believe.
let you fill the hole Charlotte left behind. A stand-in. Finde ich super, JP. Vor allem jetzt halben Hintern von ihm, ja? Never earned a dollar. And always, always painted himself the prince. You make me sound like a fool. No. Just fooled. I thought he had something. He did. He had two kids. It was never about them. A starving wolf eats its own leg. That's desperation. What you did, that took ruthlessness. I'm ruthless. I'm the evil one. Maybe I tortured him, Detective. Maybe I lied to him. But he did it to me first. He did it to me. And Lionel, what had he done? He was drowning. I kept him afloat a little longer. I can see it now. You bump into him one day. You tell him about Larson's lies. He tells you about how miserable he is. And before you know it, you've got a little plan. All you'd have to do was drug them. A nice hot cup of cocoa. It was Lionel who'd have to do it, actually take them. But he wasn't up to it. I mean, he was lucky nobody heard him hit that birdcage. And then he had them. Took them to the old refinery. Nowhere they'd be seen. But he went out, or fell asleep. And Greta escaped. She crept out that pipe, didn't she? I'll bet he panicked. Rang you, frightened. So you calmed him down, then slipped out of the house. Went to see him while Larson was dropping off the money. But first you went to the bomb shelter, a nice out-of-the-way spot. You dosed the champagne, then put on a disguise because you didn't want any witnesses. It was natural to suggest a drink, a celebration, almost too easy. That was the plan, wasn't it? Get rid of a liability? But it didn't work quick like TV. Maybe he came at you for a kiss. Those poisoned lips. You grabbed the bottle, then set the place up just so. Drugged Harry again and stashed him somewhere until you were ready. All you had to do was stow the evidence and get home. Wait it out until you were ready for us to find him, and we did. Who's a clever boy? Auch ein Gameboy. Wisst ihr, ihm wird die Hand geschüttelt und ich hab die ganze Arbeit gemacht. Finde ich nicht in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wenn er kein Geld hat, wie er sich das ganze Heim hier unterhalten kann, ne? Und es sieht aus, als ob der jetzt von dem Gärtner gemacht wird hier. Ist alles picobello sauber. Oh, bitte nicht schütteln. Ach so, okay. Well, that could have been a lot worse. Ja. Can you believe her? This job will ruin you if you let it, partner. Mhm. Oh, oh, nächster Fall. Burton. Yeah, just now. A jumper. Hello. The Skylark? It is me you're looking for. Well, isn't there anybody else? No, we'll be there in 20 minutes. Okay. Work's never done, partner. We're up. You're gonna love this place. Yeah, erfahrener Ermittler. Sauberst. Aber bitte nicht sofort in Episode 2 springen. Oh, er springt sofort in Episode 2. Nee, ist die Vorschau, glaube ich, oder? Ja, ein junger Mann ist gestorben.
Ist er gesprungen? Oder wurde er geschubst? Deinen Indizienordner. Lese zwischen den Zeilen. Hat er mal seinen Fuß in die Tür gestellt? Entdecke die Wahrheit. Ach ja, ist auch wieder da. Mein Gott. Jetzt wird er ein bisschen wilder, der Haarschnitt, ne? So ein bisschen. Das war. Also gut, okay. Nach 3 Stunden, immerhin, mit ein paar Neustarts verbunden, die zum Glück alle funktioniert haben, bis also beim nächsten Mal. Das war die erste Episode von der. Darf ich wieder? Ja. Casebook-Trilogie. Ein Spiel aus dem Jahre 2008, 2009, 2010, glaube ich, war das in Reihenfolge. Und ich bin geneigt, beim nächsten Mal in ein paar Tagen dann die Episode 2 anzufangen, der Beobachter. Bei allen. Also, das Spiel ist sehr linear und sehr laut gerade. Ich warte mal kurz ab. Oh, danke. Das Spiel ist 15 Jahre alt, wenn man es so will. Obwohl wir die technischen Probleme hatten und obwohl es sehr linear ist, dieses Spiel, fand ich die Geschichte gut. Und ich fand auch die Technik als solches ganz interessant mit dem, es ist ja nur ein Raum, beziehungsweise, ne, wo man sich drin bewegt, aber dass du dich dann in Gänsefüßchen, es sieht so aus, es ist natürlich nicht frei bewegen kannst in alle Richtungen, haben die wirklich clever gelöst. Also ich finde, das habe ich in der Form vorher nicht gesehen. Also dieses klassische 360-Grad-Dings kennen wir alle, ne? Schöne Spiele, allen drum und dran, aber dass du dich dann in Scans bewegen kannst, das fand ich richtig cool. Nee, wir spielen es weiter. Machen wir. Also beim Nehmen, ja, ungewöhnlich ist es auf jeden Fall, ne? Ich gebe dem Spiel da keine Schuld, Wolf. Also, ich werde gucken, dass ich es vielleicht beim nächsten Mal im Shadow vorbereitet bekomme. Problem ist halt, es ist wahrscheinlich ein Kopierschutz drauf. Ich weiß es jetzt nicht. Sollte es nicht der Fall sein, kriege ich das vielleicht hin. Sollte es der Fall sein, wird es schwierig, logischerweise. Müssen wir mal gucken. Ja, das soll es. Genau, JP. Das soll es für heute gewesen sein. Waren schöne 3 Stunden, hat mir gefallen. Also, wie gesagt, die Geschichte hat mir gut gefallen. Charaktere sind halt so, also eigentlich so typisch BBC-Produktion, ne? Also nicht zu hochlevelig, aber auch nicht trash. Es hat gut gepasst. Und wir sehen uns morgen wieder. Morgen mit, was hat man letztes Mal gespielt? Da müssen wir weiterspielen. Ach ja, der außerirdische Würfel. Da machen wir morgen weiter und gucken, wenn wir da durchsehen sollten, uns das nächste an. Ist ja Sonntag. Und das Gute ist, wir haben am Montag frei. Also zumindest die meisten. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aussieht gerade. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut, träumt was Schönes, habt einen schönen Sonntag und bis dahin. Euer Firefox.